Hallo und willkommen bei diesem Video. Heute geht es um die 5 besten verstellbaren Bürostühle. Es geht also um Bürostühle, die mit verschiedenen Verstellungen kommen und sich so ergonomisch an den eigenen Körper anpassen. Das ist nicht nur bequemer, sondern für den Rücken und gesamten Körper einfach auch weitaus gesünder. Doch welcher Bürostuhl kommt mit welchen Funktionen? Welches Modell ist sein Preis am meisten wert? Beziehungsweise wie viel Geld muss ich wirklich ausgeben, um einen qualitativ hochwertigen Stuhl zu bekommen? Das alles wollen wir in diesem Video klären. Wir stellen euch die 5 besten verstellbaren Bürostühle aus 5 verschiedenen Preisklassen vor. Angefangen mit dem günstigsten Modell und abgeschlossen mit unserer Empfehlung für den besten Premium-Bürostuhl. Viel Spaß nun beim Video, hier sollte für jeden etwas dabei sein. Wenn ihr noch weitere Infos zu den Stühlen erfahren wollt, dann schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle Modelle verlinkt. Starten wir nun mit dem ersten Bürostuhl aus dem Vergleich, dem ergonomischen Bürostuhl von Naspa Luro. Dieser ist für nur 100 Euro erhältlich, kommt aber schon mit wunderbaren Ergonomiefunktionen. Dazu gehört erstmal das allgemeine ergonomische Design der Rückenlehne, welche sich optimal an den menschlichen Körper anpasst. Aber auch weitere Funktionen wie die Lordosenstütze für den unteren Rücken unterstützen hier eine angenehme und gesunde Körperhaltung. Zudem dabei sind natürlich neben der Höhenverstellung des Schreibtischstuhls auch eine Kopfstütze, die man sowohl in der Höhe als auch im Neigungswinkel verstellen kann. Die Armlehnen, welche aus weichem Schaumgummi bestehen, sind leider nicht verstellbar. Man kann sie höchstens hoch und runter klappen. Außerdem haben wir hier nicht nur eine sehr ergonomisch geformte, sondern auch atmungsaktive Rückenlehne, welche in Kombination mit dem Kunststoffsitz und der gepolsterten Kopfstütze ein angenehmes Sitzgefühl bietet. Von den Kunden hören wir hier und da mal leichte Qualitätsmängel, was für einen Bürostuhl von 100 Euro normal ist. Ansonsten sind die meisten Kunden zufrieden mit dem Modell. Allerdings sollte man für 100 Euro auch nicht allzu viel erwarten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, um wirklich mal den Unterschied zu einem absoluten Premium-Ergonomiestuhl zu sehen. Solltet ihr euch aber für diesen verstellbaren Bürostuhl noch weiter interessieren, könnt ihr gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Als nächstes kommen wir zu einem ergonomischen Bürostuhl, der seinen Namen auf jeden Fall verdient hat, dem Siho M18. Dieses Modell haben wir schon sehr oft auf diesem Kanal vorgestellt und auch wir selbst benutzen diesen Stuhl seit einigen Monaten. Auch er ist mit seiner Rückenlehne ergonomisch geformt, genauso wie auch mit seinem Sitz. Dieser passt sich dem Gesäß und dem gesamten Körper wunderbar an und besteht aus angenehmen und atmungsaktivem Schwammstoff. Leicht gepolstert ist auch die Kopfstütze, die Rückenlehne hingegen besteht aus atmungsaktivem und durchlässigem Meshstoff. Die Verstellmöglichkeiten dieses Stuhls sind, abgesehen von der Höhenverstellung, hier die dreistufig verstellbare Rückenlehne bis 125 Grad Neigung, die Armlehnen, welche abnehmbar und verstellbar sind, bis 7 cm in der Höhe und das ergonomische Kopfkissen, welches 45 Grad neigbar und auch 10 cm in der Höhe verstellbar ist. Nicht vergessen wollen wir aber auch die zwei Wege verstellbare Lendenstütze, 5 cm nach oben und 3 cm nach vorne bzw. hinten kann man diese einstellen. Da wir den Stuhl selbst benutzen, können wir hier auch mal erzählen, was an dem Gerät so besonders ist. Es ist allgemein einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für diesen Preis bekommt man vermutlich kein Modell, welches so stabil, hochwertig verarbeitet und auch angenehm zum Sitzen ist. Nach Monaten des ja quasi Selbstexperiments sind wir immer noch absolut vom Stuhl überzeugt. Eine absolute Empfehlung, wie gesagt, unsererseits, vor allem in Kombination mit dem günstigen Preis. Mehr Infos könnt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren. Als nächstes möchten wir euch den Tylink Bürostuhl vorstellen, beziehungsweise handelt es sich hier eher um einen Gaming-Stuhl. Da dieser aber nicht mit allzu vielen Verschnörkelungen oder Gaming-Motiven kommt, ist er unserer Meinung nach auch wunderbar als Bürostuhl geeignet, denn er sieht vor allem von Weitem wie ein hochwertiger Chefsessel aus. Das Besondere bei diesem Modell ist, dass er durch unzählige verschiedene Ergonomiefunktionen auffällt. Erst einmal insgesamt, wie man es von Gaming-Stühlen kennt, durch sein Rennsitzdesign, wodurch man sowohl oben als auch unten am Rücken und auch an der Hüfte seitliche Unterstützung genießt. Das ganze Modell ist aus hochwertigem und weichem Kunststoffleder gefertigt, also allein das Sitzen und Anlehnen ist hier schon sehr komfortabel. Zusätzlich kann man diesen Stuhl hier noch in der Rückenlehne verstellen, nämlich bis ganze 180 Grad. Man kann sich mit dem Modell also komplett hinlegen und dann auch, wenn man möchte, die integrierte Fußstütze ausziehen, um einen maximalen Liegekomfort zu genießen. Auch verstellbar bei diesem Modell Höhe und Winkel der Armlehnen sowie das Lendenkissen und das Kopfkissen.
Beide Kissen kann man in der Höhe verstellen, aber auch je nach Bedarf abnehmen. Es gibt viele Gaming-Stühle, welche mit solchen guten Ergonomiefunktionen kommen, aber kein zweites Modell wie den T-Link Gaming-Stuhl, weil er nicht nur sehr hochwertig verarbeitet ist, mit unzähligen Ergonomiefunktionen kommt, sondern dabei vor allem auch äußerst günstig bleibt. Für nur ca. 180 Euro ist dieses Modell zu haben. Andere Gaming-Stühle mit diesen Funktionen und dieser Verarbeitung kosten gern mal das Doppelte. Mehr Infos zum T-Link Gaming Stuhl, ein verstellbarer Bürostuhl, der etwas anderen Art, über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes möchten wir euch einen aufstrebenden ergonomischen Bürostuhl vorstellen, der zurzeit bei den Kunden sehr beliebt ist, den Ergotopia Netzback. Dieser Stuhl kostet etwas mehr, kommt aber dementsprechend auch mit der erwarteten Qualität und den Verstellfunktionen. Fangen wir bei der überzeugenden Qualität an. Benutzt werden hier nur die hochwertigsten Materialien, sowohl was die stabile Stahlkonstruktion als auch die Sitzpolsterung oder Rückenlehne angeht. Alles kommt hier mit höchsten Qualitätsstandards, sodass Ergotopia auch mit gutem Gewissen 5 Jahre auf diesen Stuhl gibt. Überzeugend tun aber vor allem seine Ergonomiefunktion. Einstellbar ist die Rückenlehne bis 35 Grad, die Höhe sowie auch die horizontale Justierbarkeit des Sitzes, die Armlehnen in 3 verschiedenen Möglichkeiten, Höhe, Weite und Winkel, die Lordosenstütze nach oben und in der Tiefe sowie auch die Nackenstütze in der Höhe und im Neigungswinkel. Vor allem die horizontale Verstellbarkeit der Sitzfläche und die Arretierbarkeit der Armlehnen in 3 verschiedene Möglichkeiten machen das Modell so ergonomisch. Denn so ist der Stuhl immer bei jeder Körperbewegung dabei, beziehungsweise man kann sich den Stuhl dementsprechend auf den eigenen Körper so haargenau wie möglich anpassen. Bei ergonomischen Stühlen gilt, umso mehr Funktionen diese haben, umso besser können sich die Stühle dem eigenen Körper anpassen und desto gesünder und bequemer sind diese. Und anhand der unzähligen Einstellmöglichkeiten, Testberichte und Kundenbewertungen, die wir durchgelesen haben, spielt der Ergotopia Netzback da in der oberen Klasse mit, was auch den etwas erhöhten Preis erklärt, den man aber bei einem solch qualitativen Stuhl mit solcher Qualität und solchen Funktionen auch mal investieren sollte. Mehr Infos zum Ergotopia Netzback über den 4. Link in der Videobeschreibung. Als 5. und letztes möchten wir euch aber noch den O-Line Ergo Pro vorstellen. Einen verstellbaren Bürostuhl mit nochmals mehr Ergonomiefunktion. Erstmal zur Qualität, auch dieser besitzt Spitzenmaterialien. Hergestellt ist er aus atmungsaktivem hochwertigen Meshstoff, was Sitzfläche, Rückenlehne und Kopfstütze angeht, und einem hochwertigen Edelstahlgestell, welches äußerst stabil ist und Belastungen bis 125 Kilogramm standhalten kann. Die Verstellfunktionen des Modells fangen schon mal bei der Höhe an. Klar, die Sitzhöhe ist verstellbar, wie man es von Bürostühlen kennt. Zudem kann man hier aber auch die Armlehnen in 3 verschiedenen Arten einstellen, genauso wie die Lordosenstütze bzw. die Stütze der unteren Wirbelsäule, welche hier auch in 3 verschiedenen Stufen einstellbar ist. Das ist besonders gut für Leute, die mit Rückenschmerzen zu kämpfen haben. Diese Stütze kann man so noch optimaler auf seinen eigenen Körper anpassen, da diese nicht nur nach oben oder nach unten, nach vorne und nach hinten, sondern auch im Neigungswinkel einstellbar ist. Genauso wie die Kopfstütze, diese kann man nach oben oder nach unten oder auch im Neigungswinkel einstellen. Auch überzeugt hat uns hier eine ganz konkrete Einstellung des Sitzes. Diesen kann man leicht kippen und damit auch etwas für seine Kniegesundheit tun bzw. noch mehr allgemeine Ergonomie und Bequemlichkeit beim Sitzen erlangen. Nicht so gut gefällt uns, dass hier wirklich nur Meshstoff verbaut ist, keine schöne Polsterung wie beispielsweise beim Siho oder Ergotopia Modell, aber er kommt eben mit noch der ein oder anderen Verstellbarkeit mehr, weshalb er in der höchsten Preisklasse anzusiedeln ist und auch im Allgemeinen die höchste Ergonomie bietet. Das kann man auch ganz leicht an den Kundenbewertungen ablesen. Mit 4,7 von 5 Sternen handelt es sich um den am bestbewertetsten Stuhl in diesem Vergleich. Also die ca. 470 Euro, die das Modell aktuell kostet, scheint er mit Sicherheit wert zu sein. Mehr Infos über den 5. Link in der Videobeschreibung. Das war nun das letzte Modell. Hoffentlich war hier von all den Varianten etwas für euch dabei. Wenn dem so ist, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Schaut noch für weitere Infos in der Videobeschreibung vorbei. Ihr findet dort alle Stühle verlinkt und damit bis zum nächsten Mal.